Jetzt muss. Hallo, ihr lieben Leute da draußen. Ich begrüße euch ganz herzlich wieder hier in diesem Dialog der Musen. Und heute habe ich mir meine sehr geschätzte Kollegin Petra Hinze eingeladen. Hallo Petra. Hallo Saskia. Und wir beiden haben uns schon vor 10 Jahren kennengelernt, 2012, aber haben erst vor 2 Jahren zusammen angefangen zu arbeiten, beziehungsweise ein Ritual zu kreieren, das sich dann nennt die Zeremonie der Polaritäten. Wir haben auch längere Zeit überlegt, ob wir es denn im Singular Zeremonie der Polarität nennen sollten oder so ein bisschen zeitgenössischer, zeitgemäßer im Plural, nämlich, worauf wir uns jetzt geeinigt haben, die Zeremonie der Polaritäten. Und was das genau ist, worum es da geht und wie wir darauf kamen, werden wir gleich näher erläutern. Davor werde ich euch aber Petra einfach noch vorstellen, also wer sie ist und was sie macht und wie wir eben zueinander kamen. Und davor werde ich traditionsgemäß das Ganze musikalisch eröffnen. Mit meiner Trommel, aber nur als Deko-Accessoire aus optischen Gründen, denn wir haben festgestellt, die lässt sich auch mit der besten technischen Verstärkung hier aus Netz leider auch akustisch überhaupt nicht gut transportieren, ihr Klang. Aber damit ihr sie einfach mal seht, eine Rahmentrommel, typisch Schamanentrommel, wo Petra und ich jeweils mindestens eine von haben und die auch bei der Zeremonie zum Einsatz kommt am 12. Juni. Und beginnen werde ich jetzt mit einem Lied, was wir auch dort zur Eröffnung singen und auch bei den vergangenen 2 Zeremonien im Jahr 2020 und 2021 gesungen haben, nämlich das Lied von der Spirale. Sozusagen ein klassisches Rituallied, was den Sinn und Zweck einer solchen Zeremonie auch schon besingt, nämlich dieses Zusammenkommen im Kreis, sich verbinden mit den Kräften, mit der Kraft, mit dem Geist. Und ja, los geht's. Wir gehen und gehen und weiten die Kreise. Wir gehen zum Ursprung, zum Ziel. Wir gehen die Pfade der großen Spirale und singen das uralte Lied. Die Kreise, wir gehen zum Ursprung, zum Ziel. Wir gehen die Pfade der großen Spirale und singen das uralte Lied. Könnt es dann vielleicht, wenn ihr an der Zeremonie teilnehmen solltet, falls ihr den Ruf hört, es auch mitsingen. So ist es nämlich gedacht und so wird es auch gemacht, wenn wir da zeremonieren oder ritualisieren. Dann gibt es eben auch Gesang neben dem Rhythmus über die Trommel und eine Bewegung, die dabei natürlich auch entstehen kann. Ganz natürlich.
als Begleiterscheinung des Klanges und des Rhythmus, wo man mit muss. Und ich kann mich noch erinnern, Petra, als wir uns auf dem Weltkongress der Ganzheitsmedizin in München auch wieder getroffen haben, Jahre später sozusagen, ich glaube, das war 2015, da war ich ja selber auch mal eingeladen, dort für die Eröffnung zu spielen und zu singen, unter anderem mit dem Lied, zusammen mit Kati Makwani vom Stamm der Honey Queen, vor diesem tausendköpfigen Publikum und den eingeladenen Medizinleuten, also indigenen Heilern, Schamanen, Ärzten, Ganzheitlichen aus aller Welt. Und es war ganz berührend. Ich stand ja als erstes alleine in diesem Spotlight, vor mir Schwärze, also ich habe wirklich nichts und niemanden gesehen in diesem großen Publikum, auf dieser großen Bühne links und rechts Schwärze und eben wieder ich in diesem Spotlight. Es war schon ganz, ganz merkwürdig, als wäre ich irgendwo draußen rausgeschossen ins All mit meiner Trommel und diesem Lied und plötzlich antwortet mir das Publikum im Refrain, ich muss das gar nicht ankündigen, die haben das einfach gemacht von sich aus mit diesem Na, yeah, yeah. Und es war so schön. Also keiner wollte mehr damit aufhören, musste irgendwann tatsächlich stoppen, als Karin dann dazu kam, wir es zweistimmig weitergesungen haben. Und da hast du wirklich gemerkt, es war ein besonderes Publikum, also besondere Leute, die dafür zusammenkommen und die da einfach ganz anders auch angebunden sind an dieses gemeinsame Singen und diese rituellen Kontexte. Und diesen Kongress begleitest, veranstaltest du ja quasi mit, ne? Jedes Jahr wieder von neuem, auch so in diesem Jahr. Gewesen. Ja, ich bin die Referentenbetreuerin seit einigen Jahren. Christine Herrera-Greber aus München hat ja diesen Verein wieder gegründet vor Jahren und daraus ist der Weltkongress der Ganzheitsmedizin entstanden. Genau, der alljährlich stattfindet in München und ich bin eben für die Referenten zuständig und das ist immer ein besonderes Ereignis, man fiebert schon das ganze Jahr drauf auf den neuen Kongress. Genau, und jetzt war es wieder online gewesen, das dritte Mal hintereinander. Aber wir wünschen und hoffen, dass es dann im nächsten Jahr wieder live stattfinden kann. In München, München, genau. Der alten Kongresshalle, glaube ich, ne? Ja, wir werden sehen, wie das nächste Mal sein wird. Ach so, genau. Genau, aber sonst war es immer in der Kongresshalle, aber da sind wir an Vorbereiten und ja, da warst du eben auch einmal Referentin, die mit deiner Kraft, mit deiner Gabe eben den Kongress bereichert hat. Mit deiner musikalischen Stimme, genau, und Klang. Und sag mal, du bist so eine Klangschamanin. Und es war auch so schön, dich da wiederzutreffen, nachdem wir uns eben 5 Jahre, nee, nicht ganz, 3 Jahre vorher, genau, 2012, bei einer Zeremonie getroffen haben in Berlin, die du mit deiner Kollegin, auch eine Schamanin, auch, glaube ich, eingeweiht in der Mongolei, ne? Genau. In der mongolischen Tradition zusammengegeben habt am Tag der Ahnen, also ne, auch nicht zufällig an diesem Tag. Und ihr habt genau das getan, nämlich die Ahnen oder Ahnengeister gechannelt, durch euch kanalisiert und den anwesenden Teilnehmern, wie ihr eben auch, Informationen sozusagen durchgeleitet zu bestimmten Fragen, die die Leute hatten. Und ja, ich weiß noch, dann wurde das, als sozusagen jeweils der Ahnen-Spirit durch euch gesprochen hat, von verschiedensten Leuten gleichzeitig protokolliert und ganz schnell mitgeschrieben. Und ich habe diese Mitschriften teilweise noch bis heute irgendwie, das ja, eine ganz besondere Botschaft gewesen. Und das war eben der Auftakt unserer Begegnung hier in diesem Leben. Und dabei haben wir immer auch festgestellt, wir haben beide diese Mongolei-Verbindung, also nicht nur den Schamanismus, sondern auch die Mongolei und diese Querverbindung zwischen der Mongolei und ihrer starken schamanischen Tradition. Und auch den Reisen immer wieder dorthin. Also ich war ja 4-mal dort, auch immer wieder schamanisch unterwegs. Du warst wahrscheinlich inzwischen schon an die, weiß ich nicht, 10-mal oder? Wie viel? Fast 10 Mal. Genau, so hätte ich es jetzt auch geschätzt. Um im Rahmen deiner schamanischen Tätigkeit und Ausbildung, ne, wo du deine Einweihungen immer wieder durchläufst, deine Lehrer besuchst und auch schon Leute mit hinnimmst. Genau. Teil, der sich Bojatjen nennt, zu russischem
Gebiet gehört offiziell seit, ich glaube, über 100 Jahren, aber durch und durch mongolische Kultur und mongolisches Land zu sagen, ist vom Ursprung her, von der Tradition, von den Menschen. Genau. Ja, und bevor wir jetzt also dazu übergehen, mehr über unsere gemeinsame Kreation und wie wir dazu kamen, 2020 zu sprechen, erzähl doch gerne noch ein bisschen was dazu von dir, wie du dazu kamst, was dich da gerufen hat und wie du das heute sozusagen mit deinem Wirken in dieser Welt auch weitergibst und ausdrückst, was deine Vision auch vielleicht dabei ist, dein Ruf. Ja. Also ich finde es ja ganz spannend, weil du gerade wieder erwähnt hast, die Mongolei und Wujatchen. Ich glaube, ich hätte mir vor Jahren nie geträumt, dass ich dort irgendwann mal eingeweiht werde als Schamanin in dieser alten Tradition. Ist es ja wirklich dort. Aber wie man weiß, die Wege haben eben ihre eigenen Richtungen und somit bin ich dann irgendwann dorthin geführt worden. Mein Lehrer habe ich ja durchaus in Berlin kennengelernt. Das war ja das ganz Spannende. Er war in Berlin zu Besuch und ich hatte dann auch bei ihm eine Sitzung und er hat mein Leben erzählt in dieser Sitzung. Und ich wollte damals in dieser Sitzung, die ich erhielt, ja, einfach so, mein Anliegen war, ich möchte gerne wissen, wo meine blinden Flecke sind, damit ich genau diese blinden Flecke, das kennt vielleicht der eine oder andere auch, dass man die angehen kann, weil manchmal macht man ja mal so einen Bogen drumherum. Jedenfalls, ich kenne das auch bei mir. Ich denke, mal, wenn da jetzt mal so ein Schamane ist, dann werde ich doch mal fragen, eine Hausaufgabe zu bekommen, sozusagen. Das war eigentlich mein Anliegen. Und diese Dinge, die ich weggeschaut habe, dass ich da genau hinschaue. Tja, und er erzählt mein ganzes Leben. Und ich habe ja vorher auch schon schamanisch praktiziert. Und er sagt, Petra, du brauchst nochmal eine ganz andere Einweihung, nochmal eine direkte Verbundenheit mit den Kräften, mit deinen Ahnen. Und da war ich am Anfang erst einmal, ich hatte viele Fragen dazu, die haben wir alle geklärt und habe ich dann gefragt, na, was soll ich denn jetzt machen? Na, du musstest nach Wujatchen kommen. Nicht was? Wo ist deine Einweihung? Eine Einweihung. Ja, du eigentlich letztendlich schon sehr lange wolltest du eine Einweihung, damit du wirklich mit den Kräften nochmal ganz anders direkt in Kontakt kommst und dass du ganz anders arbeiten, nochmal ganz anders arbeiten kannst. Deine Arbeit wird nochmal tiefer gehen, fundierter werden und allumfassender werden. Zu damaliger Zeit kannte ich aber nicht die ganze Tradition dort. Ich bin aber 3 Monate später, war ich aber am Flugzeug, bin dorthin gereist und bin dort eingeweiht worden in diese Tradition. Genau, also das ist ein Part davon. Aber was ist gewesen? Ich habe viele Dinge erlebt in meiner Kindheit, Erfahrungen, wo manchmal Erwachsene sagen, das kann ja alles gar nicht sein. Ja, habe Dinge gesehen und wahrgenommen. Genau, und dadurch, dass ich auch eine medizinische Ausbildung habe, konnte ich viel Wissen, was ich in mir hatte, auch, denke ich mal, intuitiv ganz gut anwenden. Das ist ein Vorteil gewesen. Und ich bin auch im Dorf groß geworden, eine ganz dörfliche Umgebung, 150 Seelchen waren in dem Ort. Es war alles sehr persönlich und wir waren mitten in der Natur. Und die ganzen Zyklen in der Natur habe ich hautnah erlebt. Und ich habe mir ein 3-Generationshaus gelebt, wo alle zusammengelebt haben. Und das hat mich sehr geprägt. Und diese Prägung, die ich als positiv erfahren habe, gerade in der Natur zu sein, in der Spreewaldregion, wo auch viele Traditionen auch vorhanden sind und auch lebendiges Wissen. Immer da habe ich einen ganz großen Rucksack mitbekommen oder eine Kiepe, die ich so noch trage. Und durch diese Einweihung hat vieles nochmal einen neuen Platz gefunden. Und ja, natürlich, dieses Wissen von Wujatchen, ganz vieles wende ich genauso an, auch in Ritualen.
Aber es breitet sich noch mehr aus, dieses Wissen, was bei uns hier zu Hause ist. Und das sagt auch mein Lehrer. Petra, du bekommst die ganzen Utensilien und Handwerkzeuge mit, die du brauchst. Und dann schau auch, wie du diese Handwerkzeuge und dieses Wissen auch in deiner Tradition noch mehr etablieren kannst. Und dort, dass du einen guten Boden hast und dass du das noch anders erweitern kannst. Genau. Das ist so ein Einblick von mir in dem schamanischen Kontext. Danke dir. Da ließe sich natürlich noch stundenlang fortsetzen. Ja. Vielleicht machen wir das ja sogar nochmal in der nächsten Folge. Und da wir aber uns ja versuchen, so ein bisschen auszurichten auf unsere gemeinsame Zeremonie am 12. Juni oder Juno eben, machen wir an dieser Stelle erstmal da einen Punkt. Außer es fällt dir irgendwie noch was ganz Entscheidendes ein, wo du sagst, das muss noch gesagt werden dazu. Dann hau's raus. Und ansonsten, ja, galoppiere ich jetzt mal so ein bisschen zurück nach 2020 und versuche mich zu erinnern, wie das eigentlich kam. Also wir sind jetzt ja immer wieder über den Weg gelaufen, Petra und ich, wie schon so angedeutet, 2012, dann 2015 auf dem Kongress wieder. Und es war für mich auch immer klar, dass wir diese besondere Verbindung und Leitung haben miteinander, dass wir wie aus derselben Richtung kommen und in dieselbe Richtung gehen und quasi Schwestern im Geiste sind. Und ähnlich, wenn auch in Nuancen natürlich anders arbeiten, wirken, wie auch immer, so unsere eigene Form da haben. Und ja, wenn man so will, den Geist durchzuleiten. Ne? Und damals, weiß ich noch, haben wir beide gesagt, es ist irgendwie total deutlich an der Zeit, dringend an der Zeit oder die Zeit ist reif, um mal was zu kreieren, einen Raum anzubieten, also eben auch einen öffentlichen Raum, an dem Leute teilhaben, teilnehmen können, um ein Rituell zu gestalten, um dort was zu erfahren und reinzugeben, wo es wirklich um diese Balance der gegenpolaren Strömungsqualitäten geht. Also sprich, wie man im Daoismus sagen würde, von Yin und Yang, männlich und weiblich. Und da mehr Ausgleichung, Harmonisierung und Heilung reinzubringen, weil das ja auf der Welt ganz offensichtlich überhaupt nicht gegeben ist, sondern schon seit langer, langer Zeit total in Disbalance, im Ungleichgewicht liegt und dadurch sehr, sehr viel Störung, sehr viel Konflikt, sehr viel Kampf und Krieg nach sich zieht, im Kleinen wie im Großen, ne? In den Beziehungen, in den Familien, in den Gruppen, Gesellschaften, Nationen, in der Weltkultur, Menschheit, sage ich mal. Und wir hatten auch beides Gefühl, da wächst mehr Bewusstsein nach. Also viel mehr Menschen werden dafür sensibilisiert, wachen auf, erweitern ihr Bewusstsein auch in einer Form, wie es vorher einfach so in dieser Breite noch nicht möglich war. Wir merken es ja jetzt auch an der medialen Auseinandersetzung mit dem Thema Geschlechtergleichheit und so weiter. Oder auch so eine Art Patriarchatskritik. Dieses Wort Patriarchat konnte man vor wenigen Jahren noch gar nicht neutral in den Mund nehmen, geschweige denn das Wort Matriarchat. Nicht nur, weil die Leute es oft gar nicht wirklich einzuordnen wussten oder kannten. Also Matriarchat ist bis heute schwer, kann ich aus Erfahrung sagen. Das muss man in der Regel nochmal erklären. Patriarchat ist inzwischen schon bekannt, was das bedeutet. Und auch diese selbstkritische oder kritische Reflexion ist inzwischen auch opportun, also salonfähig geworden. Und insofern liegen wir da, glaube ich, ganz gut am Rad der Zeit mit dem, was wir da in die Wege geleitet haben. Und ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, können wir sagen, es ist eine Zeremonie im öffentlichen Raum, einem besonderen Ort. Du kannst ja mal was zu dem Ort sagen, Petra. In Berlin. Ja, ja, es ist ein ganz besonderer Ort und zwar im Tiergarten. Und diese Installation ist von Wolfgang von Krag, genau. Und diese Installation ist ganz besonders, weil das Steine sind, jetzt sind es wieder vier Steine, aber es waren mal fünf Steine von fünf verschiedenen Kontinenten.
Und jeder Stein hat eine extra Bedeutung, also auch Frieden, Liebe, auch Verbundenheit. Und in diesem Kraftfeld führen wir die Zeremonie durch. Und ich finde diesen Ort einfach mal wieder ganz magisch, weil für unsere Zeremonie ist er wie geschaffen, weil wir gerade diese Spannungsfelder überall auf der Erde erleben, ne? Wo es in die Disharmonie geht. Und unser Ritual ist ja auch so ausgerichtet, in die Harmonie zu kommen, in die Harmonie zu gehen und männlich und weiblich zu ehren. Mhm. Und so einen Raum zu schaffen oder Raum zu haben, dass es ja, einfach über die ganze Welt verteilt werden kann, bietet sich der Platz unglaublich gut an. Absolut. Ich habe auch richtig das Gefühl, obwohl es ja ein sehr offener, freier Raum ist, wenn auch eingerahmt von diesen riesigen Steinen, fühlt sich es doch sehr behütet, geborgen und quasi halb geschlossen an. Es gibt einfach eine unglaublich tolle Atmosphäre da innerhalb zu sein und was zu machen, also was Rituelles zu gestalten. Fast ein bisschen wie so eine warme Umarmung. Ja, es ist mitten in Berlin, ne? Also mitten in der Stadt wirklich und umrahmt auch von Bäumen, ne? Und das ist eine freie Grasfläche, aber wirklich umrahmt und dann diese großen Steine. Jeder Stein hat einfach eine ganz andere Qualität und eine Ausstrahlung und die sind 2 Meter groß. Na, manche 3 Meter groß, also sind wirklich sehr monumental und haben wirklich schon alleine eine ganz besondere Kraft. Und es sind auch, soweit ich weiß, geweihte Steine, das heißt, die haben eine Segnung und auch eine zeremonielle Behandlung erfahren, durchlaufen, als sie freigegeben wurden von den jeweiligen Kulturen des entsprechenden Kontinents und wurden dann hier eben auch so genauso achtsam und besonders empfangen zeremoniell. Und der Künstler, der das Ganze ins Leben gerufen und installiert hat, hat tatsächlich auch Unterstützung der Bundesregierung bekommen. Und ich kann mich noch erinnern an so Bilder und Aufnahmen von der Eröffnungszeremonie oder auch eben der Freigabe dieser Installation. Da sind ihm, der nun wirklich ziemlich speziell aussah, sagen wir mal, so ein bisschen wie so ein Neoschamane, neoschamanistischer Berliner Künstler, und hinter ihm gingen nun ganz ernsthaft Herren im Anzug, ganz anständig und manierlich, von Stein zu Stein, während er mit so einem Rauchschwengel die sozusagen begrüßt und nochmal durchgesegnet hat. Da habe ich auch so schmunzeln müssen, habe mich so gefreut und habe gedacht, ja, das ist so diese neue Zeit, in der wir jetzt sind, wo das nicht mehr sich abstößt, ausschließt oder bekriegt, sondern wo das wirklich in einer Art der Synthese immer mehr zueinander führen und finden kann. Auch wenn es nicht immer so aussieht und auch nicht überall gelingt, aber es verändert sich was in diese Richtung. Diese Synthese, ne, der verschiedenen Kräfte. Genau wie eben unser Anliegen ja ist, Yin und Yang mehr in die Harmonie zu überführen, beziehungsweise diesen Weg mitzuebnen, dass da wirklich Frieden geschlossen werden kann. Und dafür braucht es ja ganz offensichtlich auch eine stärkere Präsenz des Weiblichen. Ja, das ist ja ganz offensichtlich, denn diese Art der Präsenz wurde ja nun leider systematisch auch abgedrängt und untergepflügt sozusagen. Und insofern haben wir beide da ja auch einen starken Strang oder inneren Auftrag, dem auch mehr nach vorne zu verhelfen, ne? Also wirklich auf die Augenhöhe mit dem Männlichen in der Mitgestaltungskraft, Verantwortung und auch konstruktiven Macht hier zu wirken und eben auch da gemeinsam zu kreieren, eine wirkliche Co-Kreation von Yin und Yang zu ermöglichen. Und da war ja bei dir der Initialmoment auch schon recht früh da, ne? Wo du gemerkt hast, okay, da willst du mehr Aufmerksamkeit und Raum hingeben, um dich zur Verfügung zu stellen, damit das bestärkt, unterstützt und auch geheilt werden kann, ne? Durch deine Arbeit, die du anbietest. Ich habe ja auch sehr ein Herzstück, da ich selber eine Frau bin, sehr natürlich auch für Frauen, auch gerade für junge Mädchen, auch zu initiieren in diese Weiblichkeit, in das weibliche Wissen.
Aber dieses Wissen, das durchzieht, was ich ihm anbiete, eben alle Lebenslagen, also die ganze Frau von Anbeginn bis zum schönen Alter, genau, hinaus. Und da habe ich ganz verschiedene schöne Dinge ins Leben gerufen, die ich unterschiedlichster Natur anbiete, und einzeln oder auch in Gruppen oder auch in Reisen. Genau. Und freue mich da mal wieder sehr, wie wir uns alle gegenseitig nähern und stärken können, wir Frauen und unter uns und mit uns. Genau. Dazu auch gerne ein andermal wieder mehr. Genau. Aber ich freue mich einfach unwahrscheinlich auf unser, auf das Ritual, auf das Nähren der Weiblichkeit und auf der Männlichkeit. Und da freue ich mich auch sehr über dieses Phänomen, dass es immer mehr Männergruppen gibt und auch Männer sich auf den Weg machen hin zu ihrer konstruktiven Auseinandersetzung mit der eigenen Männlichkeit, also mit einer gesunden, nicht toxischen Maskulinität, und dafür sich auch zusammenschließen und in Gruppen das gemeinsam auf ihre Art anschauen, durchprozessieren, auch da heilsam wirken für sich und das Ganze und damit auch für die Frauen. Genau. Und diese geklärtere, konstruktivere, heilsamere Begegnung, die dann eben entstehen kann zwischen den Polen und für alle, die dazwischen sind. Wir wollen natürlich unsere Diversen nicht ausschließen, im Gegenteil einschließen, einladen und genauso willkommen heißen. Denn auch da gibt es ja immer mehr, die sich mit beiden sehr stark oder vielleicht auch gleich stark verbunden fühlen und sich nicht einseitig sozusagen festlegen wollen. Auch ein interessanter Zug dieser neuen Zeit, diese Freiheit zu haben. Und ich habe dafür auch vor einigen Jahren angefangen, einen Teil meiner Gesangs- und Stimmworkshops speziell für die weibliche Stimme anzubieten. Mache ich also nach wie vor, auch Ende Juni wieder. Und habe jetzt ein paar Jahre lang mit meiner Kollegin Anna Moni Neumondzeremonien für Frauen angeboten. Das basiert auf einer alten Tradition der nordamerikanischen Indigenen. Wenn Frauen menstruieren, dass sie in dieser Zeit von ihren weltlichen, gesellschaftlichen Pflichten entbunden sind und dann wirklich in bestimmte Moontime-Tipis gingen, also bestimmte extra Zelte, Hütten, wo sie sich ihrer stärkeren Medialität in dieser Zeit, ihrer höheren Sensitivität für Träume, Eingebungen, Weissagungen, Visionen hingeben konnten, um dann nach den Tagen wieder zurück zum Stamm, zur Gesellschaft, zur Gruppe zu kommen und zu berichten, was sie dort in dieser Zeit erlebt haben. Und sie wurden dafür auch von den Ältesten anschließend befragt. Was hast du geträumt? Weil man sich dessen bewusst war, dass Frauen in dieser Zeit wichtige Informationen erhalten, die für alle relevant sind. Und dass, wenn man sich denen nicht zuwendet, den Frauen auch nicht die Möglichkeit gibt, das zu erschließen und zu empfangen, dass es letztendlich bedeutet, sich dann von einem bestimmten Reichtum abzuschneiden. Auch deshalb ist es wichtig, dass dieses weibliche Wissen und die weibliche Weisheit wieder mehr Raum, mehr Wertschätzung, mehr Anerkennung und Aufmerksamkeit erhält und dann mitmischen kann im großen Topf sozusagen der Möglichkeiten. Das ist immer ganz spannend, auch das erlebe ich auch in Frauenkreisen. Schon auch, wenn man ein ganzes Wochenende in einer besonderen Haltung oder Zusammenkunft eben zusammenkommt, was da möglich ist und sich kreieren darf und kann und Heilung auch stattfinden kann und darf. Ne? Und das ist immer großartig, was für ein Feld entsteht. Und genauso ist es auch, wenn Männer eben zusammenkommen. Ich finde das so toll, dass Männer sich eben auch auf den Weg machen, schon immer gemacht haben, aber es wird jetzt präsenter auch, dass die Männerkreise eben einen anderen Raum einnehmen. Das ist nicht so ganz einfach fantastisch, weil es sind so viele fantastische Männer. Aber wir haben ganz tolle Männer und ganz tolle Frauen und natürlich auch die Diversen, die jetzt dazugehören, die ihren Platz einnehmen dürfen und können und sollen. Finde ich, das ist einfach an der Zeit. Und daher laden wir euch auch ein zu diesem Ritual, dass viele Männer kommen. Männer kommt, Frauen kommt, traut euch. Ritual und traut euch und lasst euch überraschen, wie viel Stärke wir in uns haben und wie viel Raum wir uns gegenseitig geben können und Wertschätzung wir uns gegenseitig geben können,
und was dabei daraus entstehen kann. Also mit diesem Beitrag, mit diesem Ritual, das ist Friedensarbeit. Absolut. Es ist Friedensarbeit für uns, für unsere Familie, für unseren Stamm sozusagen, für unser Fleckchen Erde und auch für alles, wenn wir uns daran erinnern. Und ich glaube, das ist so wichtig, gerade in der jetzigen Zeit, diese Harmonie herzustellen und uns zu ehren und zu achten und zu schauen, auf gleicher Augenhöhe uns immer wieder zu begegnen. Ne? Und mit einer Anmut und, wie soll ich sagen, nicht Überheblichkeit, sondern Verbundenheit mit sich selbst. Und das ist auch in unserem Ritual eingebunden. Sagst du, ich übergebe es wieder zu dir. Ja. Und aus Erfahrung, also die beiden Zeremonien, die wir ja in den letzten 2 Jahren schon hatten, lässt sich ganz klar sagen, dass es wirklich dieses Ermächtigungsmoment oder dieser Raum, dieses Feld, was sich da kreiert, was energetisch entsteht durch dieses Zusammenwirken der verschiedenen Menschen und ihrer Bereitschaft, dafür zu gehen und dafür auch den Raum zu öffnen und zu halten, dass ganz natürlich da gegenseitige Ermächtigung und Unterstützung stattfindet. Also dieses Empowerment sozusagen, was ja jetzt in aller Munde ist, das findet da auf eine ganz selbstverständliche Art statt und zeigt auch die eigene innere Führungsintelligenz und Logik, die da drin liegt. Da ist eine Dynamik, die will sich einfach ausbreiten und die wird eben stärker, wenn man alleine die Intention trägt oder ausspricht, was wir ja da tun. Und das ist einfach sehr, sehr berührend zu erleben, wenn dieser ständige Wettbewerbsgeist, den wir wirklich zutiefst inhaliert, konditionierterweise gelernt haben, permanent irgendwo auch zu verkörpern, wenn der einfach mal so fallen kann in Entspanntheit, in Schönheit, zugunsten letztendlich einer höheren Harmonie, die halt nur entstehen kann, wenn das Ego sich mal ein bisschen beruhigt und das wirkliche oder wahre Selbst und auch das höhere Selbst einfach mehr nach vorne treten können, authentischer und ja, einfach liebevoller sich gegenseitig mit den anderen wahrnehmen und verbinden, wo klar ist, okay, wir sind hier gemeinsam da. Geht hier wirklich um diese gemeinsame Kreation und nicht darum, wer jetzt hier spirituell am fortgeschrittensten ist, sage ich mal. Ne? Weil auch das haben wir ja sehr häufig in spirituellen Kreisen, diese spirituellen Egos und Hierarchien und Strukturen, um wieder die Frage der Macht. Und dann ist es wieder wie in der freien Wirtschaft sozusagen oder im Kapitalismus, dass sich gegenseitig so aufgeschaukelt wird, was eben wieder letztendlich nicht dorthin führt, wo wir eigentlich hinwollen und müssen, nämlich in dieses friedvolle Miteinander, in diese Kooperation und auch eine natürliche Solidarität, die sich ihrer selbst, wo sich das Selbst seiner selbst wirklich auf einer tieferen Ebene bewusst ist und dadurch es gar nicht nötig hat, so zu rangeln oder sich selbst beweisen zu müssen und zu beweihräuchern womöglich noch, wie es so schön heißt, ne? Den Heiligenschein aufzusetzen. Und diese Natürlichkeit, die zu erleben, ist einfach wahnsinnig schön. Genau. Und das mitten in der Natur, mitten in Berlin. Genau. Ja. Ja. Mal kurz was dazu erwähnen. Vielleicht gibt es ja auch einige, die Interesse haben und die noch nie an einer Zeremonie teilgenommen haben. Das kann ja auch sein. Eine Zeremonie eröffnet immer eben Räume. Das heißt, also es entsteht ein Kraftfeld. Ne? Und in diesem Kraftfeld werden Dinge möglich und man kann Dinge verändern, was man vorher noch nie geglaubt hat. Also das wirkt auf ganz verschiedenen Ebenen. Und diese Wirkung kreieren wir gemeinsam. Also jeder, jede, die kommt, ist ein Bestandteil vom Ritual. Und jeder, der dabei ist, geht mit seiner Kraft und Intention herein. Und wir beide, Saskia und ich, wir leiten, wir führen euch durch die Zeremonie. Da gibt es ganz besondere Momente, wo man selber spüren kann, was es
wo man selber bei sich wahrnehmen kann und die Berührbarkeit selber wahrnehmen kann. Und das ist eben das Erleben bei einem Ritual. Wenn man ein Ritual erlebt, kann man danach erst wirklich sprechen oder mitteilen oder mitteilen, was genau in der Tiefe bei einem entstanden ist. Und das kann einen keiner mal wegnehmen. Vor allen Dingen geht es nachher auch und wirkt weiter in den alltäglichen Kontext. Und darauf kommt es an. Wir schaffen einen Raum, der sich kreiert, der die Energien verändern lässt und hinaus, hinüber in den Alltag hinein integriert wird. Kannst du es noch ergänzen, Saskia? Fällt dir etwas dazu ein? Ja. Ich würde sagen, jeder bekommt dort auch das, was gerade für sie oder ihn wichtig ist und ansteht. Und es ist sehr verschieden. Aber was bisher alle gesagt haben, die dabei waren, ist, dass sie sehr erfüllt davon weitergegangen sind und da was mitgenommen haben, was sie wirklich sehr genährt und zutiefst inspiriert hat, im Sinne von wirklich einem Vertrauen, was uns ermöglicht, einfach trotz allem auch gefühlten Wahnsinn, der auf der Welt so im Umlauf ist und ja nicht abzunehmen scheint und ja auch einen Kontrast bildet zu diesem Anliegen, friedvoll, kooperativ, in Harmonie miteinander zu gehen und hier zu schalten und zu walten auf der Erde, dass dieses innere Vertrauen dadurch eben auch stärker wird und werden kann, weil wir es trotz alledem tun und damit auch erleben können. Und genau diese Erinnerung an diese Möglichkeit, die uns ja jederzeit zur Verfügung steht, auch im größten Stress und im größten Konflikt und der existenziellsten Herausforderung, das sozusagen in sich zu tragen und in der Tasche mit sich zu führen, ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Werkzeuge überhaupt für jede Lebenslage und Lebensalter. Und all diese Herausforderungen, denen wir eben auch begegnen und auch scheinbar immer mehr bei allem, was wir so als Menschheitskollektiv allein in diesen 2 Jahren jetzt schon uns angeschaut haben oder durchgegangen sind und weitere Sachen, die anstehen. Also da brauchen wir einfach auch eine innere Verstärkung sozusagen und eine geistige Klarheit und Ruhe, die uns wirklich im Auge des Sturms immer wieder eintauchen lässt in dieses Kraftfeld und in diese innere Sicherheit. Dafür sind solche Räume und Gelegenheiten, solche rituellen Plätze schon immer da gewesen auch, ne? Schon vor Jahrtausenden. Schon vor der Zeit unserer Zeitzählung. Und aus diesen Zeiten rühren ja auch diese berühmten Steinkreise und so weiter, wo wir heute ja noch wissen, das waren damals rituelle Plätze. Aha, da haben sich Menschen also versammelt und mit den Elementen, mit den Kräften der Natur und mit dem Spirit, mit dem großen Geist sozusagen und alledem sich verbunden und gearbeitet. Letztendlich immer wieder dasselbe, wiederkehrend in Kreisen. Wir gehen und gehen und weiten die Kreise und kehren zum Ursprung zurück. Genau das. Und ich finde, dabei können wir vielleicht auch jetzt nochmal anschließen und damit auch dem Ende entgegensteuern unseres wunderbaren Talks hier. Danke dir übrigens, dass du dazu Ja gesagt hast, dass wir das hier machen konnten. Ja, danke. Danke, Saskia, für die Einladung und ja, einen gemeinsamen Austausch. Und das Lied jetzt am Schluss noch ist auch ein Lied, was wir gesungen haben und auch wieder singen werden. Und was vom Text her auch genau diese gegenseitige Ehrung des Männlichen wie des Weiblichen über Kreuz sozusagen und dann zusammen in der Quadratur des Kreises besingt. Und auch dieses Gemeinschaftliche, also wir sind hier zusammen, um gemeinsam in die Einheit zu steuern, was Frieden bedeutet. Und aus der Spaltung, aus der Trennung, die künstlich ist und auf einer Illusion beruht, rauszukommen, zugunsten dieser höheren Integration in uns selbst und mit allen anderen.
Und auch das könnt ihr euch jetzt schon mal anhören und das dann vielleicht am 12. Juni mit uns schmettern. Und es geht da so. We are an old family, we are a new family, we are the same family, stronger than before. We are an old family, we are a new family, we are the same family, stronger than before. We honor you and empower you to be who you are. We honor you and empower you to be who you are. Es geht dann immer so kreisweise weiter, zirkuliert so durch. Und dann singen wir jeweils, ob ein Mann oder eine Frau im Kreis steht. You are an old woman, you are a wise woman, you are a healer and your soul will never die. Oder you are a strong man, you are a righteous man, you are a warrior, your soul will never die. We honor you and empower you to be who you are. We honor you and empower you to be who you are. We are an old family, we are a new family. We are the same family, stronger than before. We are an old family, we are a new family. We are the same family, stronger than before. Wir kommen immer wieder und wieder zum Punkt. Zum selben Punkt. Und hoffen, es gelingt zunehmend immer leichtfüßiger und besser, dort auch länger zu verweilen und zu bleiben, ne? Und nicht immer wieder rauszufallen so schnell. Das ist ja ein ganz wichtiges Herzensanliegen von uns, ne? Ganz genau. Gleich hinzustellen oder mitzustellen. In diesem Sinne, ihr könnt in der Info zu diesem Gespräch hier einfach nochmal nachschauen, wann, wo, wie, mit wem, welche Themen, die Daten zu unserer Zeremonie der Polaritäten und auch die Kontaktlinks zu uns und auch zur Anmeldung. Und hoffen natürlich, wir sehen euch. Tschüss. Peter, du nochmal das Abschlusswort zum Donnerstag. Bis bald, bis zum 12. Und wir freuen uns auf euch. Bis dann. Und danke.